Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute, wie man in Runden mit der Nookingnadel glatt rechts arbeitet. Ich habe hier eine Luftmaschenkette mit 20 Luftmaschen angeschlagen und schließe diese nun zum Ring. Ich steche hier bei der Luftmaschenkette in dieses querliegende Maschenglied ein und hole den Faden durch. Und so mache ich das bei jeder Luftmasche. Und nun komme ich hier nicht mehr um die Rundung herum, also ziehe ich schon mal diesen Hilfsfaden durch die bisher abgehäkelten Maschen und arbeite dann weiter. Und nun ist unsere erste Runde beendet. Nun arbeite ich die Maschen vom Hilfsfaden ab. Ziehe den Faden nach. Und stets dann, wenn ich hier nicht mehr diese Maschen um die Runde herum bekomme, ziehe ich diesen Hilfsfaden nach und häkle dann einfach weiter ab. Wir sind nun schon in der zweiten Runde. Man häkelt einfach rundum. Es gibt also keinen Rundenschluss. Man kann einfach immer weiter arbeiten. Man kann hier nun auch schon schön erkennen, dass man hier mit Häkeltechnik ein Strickbild erzeugt. Wenn man also schon ein bisschen Übung hat, kann man auch den Faden in einem Rutsch durchziehen. Ansonsten empfiehlt es sich, ihn also stets zuerst aus der Arbeit lösen
und dann den Faden nachziehen. Diese Technik hat also den Vorteil, dass man mit Häkeln ein Strickbild erzeugen kann und dass einem die Maschen auch nicht von der Nadel gleiten können. Wem das Nooking gefällt, der kann sich in meinem Kanal umschauen. Dort gibt es viele weitere Videos zu dieser Technik, um sie kennenzulernen. Also wie man hier den Hilfsfaden nachzieht, kann man eben selbst entscheiden, ob man ihn zuerst auslöst oder ihn insgesamt nachzieht. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich hier immer ziehe, bis ich hier noch 2-3 Maschen sehe und ziehe dann den Faden durch. Gerade wenn so wenig Maschen in Arbeit sind, geht das ganz gut. Und wie man sieht, kommt man hier auch ganz gut voran. Ich werde hier nur noch eine andere Farbe einarbeiten.
einfach wie gewohnt beim Stricken mit dem neuen Faden beginnen und den Faden dann später auf der Rückseite oder Innenseite der Arbeit verwahren. Sieht der Faden ausgelöst. Insgesamt möchte ich 3 Runden mit Grün arbeiten. So, nun beginnt die dritte Runde in Grün. Und nun wechseln wir wieder auf Orange. So, und so geht es dann einfach weiter. So, damit wir hier unser Musterläppchen nicht umsonst gearbeitet haben,
habe ich mir gedacht, ich mache da ein Handytäschchen draus. Und damit sich der Rand oben nicht rollt, stricke ich noch oder arbeite ich noch zwei Reihen im Rippenmuster, also eine Masche rechts und eine Masche links im Wechsel. Also das glatt rechts verhält sich wie beim Stricken auch. Es rollt sich leicht ein an der Abschlusskante oder an den Seiten. Und deshalb beginnen ja auch die meisten Strickarbeiten mit einem Bündchen. Und so mache ich das jetzt hier auch. Und dann kann man diese Probe schön als Handytäschchen verwenden. Und eben die untere Kante schließen. Hat er nichts umsonst gearbeitet. Jetzt sind wir schon in der zweiten Runde. Und dann kommt noch unsere Abschlussrunde und fertig. So, und dann sind wir mit der Runde fertig. Und nun häkeln wir die Maschen rechts ab. Also immer komplett durch die Maschen ziehen. Wie bei den Kittmaschen. Kann man den Hilfsfaden auslösen?
und das Ganze noch mit einer Kettmasche schließen. Fertig ist unsere Handyhülle. Also unten noch die Naht zusammennähen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser genuckten Handyhülle.